Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind jetzt gerade mit dem Relikt von Herr Bradford am Mauern zerstören, am Invanvieren, wie man das sagt, und keine Gegenwehr von Syrten mehr. Kann ich nicht verstehen. Also der Part, also dieser Part ist gleich nach dem anderen Part. Wir haben nur noch kurz die 400, auf die 400 gewartet. Oh, jetzt habe ich 45 für 800. Das hat sich so extrem gelohnt. Dieses 13 Minuten warten. Das waren die schlimmsten 13 Minuten meines Lebens. Weil nur Scheiße gemacht wurde. Tja. Nun gut. Ich hoffe, es passiert diesen Part etwas. Nicht nur Fails. Aber Fails sind auch unterhaltsam. Der bläst dem Reitet lieber. Okay. Und der Darwin Mante auch. So. Ich habe voll Schmuck und jetzt bin ich der Beste. Der Duet muss immer angeben. Voll Grasmen. Es ist so vergrasmen. Er muss immer angeben. Also das ist so ein edler Typ. Voll edel. Nicht. Und jetzt, okay. Und der Rassatz hat einfach etwas an der Birne. Macht so Blödsinn mit mir. Das geht mal gar nicht. Hey, also bitte. Hey, du. Und ich werde irgendwie langsamer, habe ich das Gefühl. Da kann ich mal ein bisschen sprinten. Ich werde ja sowieso nicht vorne gebracht. Oh, ich muss unbedingt vorne sein. Ich muss jeden retten. Die armen Syrten. Sie sind sowas von... empfindlich nicht. Ja, das will ich, aber auch ein bisschen. Pff, der bekommt fast keinen Schaden, weil er die ganze Zeit gefriest ist. Wow, 31 Schaden. Bidels Ritter, was hat denn der für Items? 100% defensiv oder was? Alles nur auf Defensive getrimmt. Scheinbar. Ich müsste auch Ritter sein und dann ganz vorne mit dabei sein und nichts Schaden bekommen. Aber das will ich jetzt nicht sein. Das wird ja so qualvoll. Das wird das Letzte wahrscheinlich noch vielleicht ein bisschen gemacht. Aber nicht... Ja, wenn... ich jetzt sowieso eigentlich alles alleine machen will noch. Später, also wenn wir jetzt wirklich eine große Community haben, dann möchte ich schon viel mehr zusammen machen, aber am Anfang noch nicht, natürlich. Jetzt kommt wieder Papa Wan raus mit Typhoon und ich bin tot. Das weiß ich. Aber scheinbar nicht. Die haben einfach keinen Moom mehr. Keinen Moom für diese... Ja, genau. Oh Mann, diese Sultans-Terror nervt einfach extrem. Das ist die einzige Attacke, die mich eigentlich so richtig fett nervt, außer Typhoon. Du bist überlastet, ja. Weil ich Stärke minus habe. Und wahrscheinlich sehr viel Stärke minus. Psst, wir können ja wohl nichts machen. Das ist so frech. Mal nach oben gehen. Wo ist jetzt dieser Teil? Ja, er ist ja runtergesprungen wahrscheinlich. Hä? Fumeline ist hier? Okay. Hallo? Was ist denn das für ein Bug? Der andere ist auch... Der kommt auch nicht weiter. Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Ich brauch einen Mann. Am Sock, genau. So. Ja, geh in die Port. So. Ja, was ist jetzt? Alles verbuggt oder was? Ich will mitgehen. Ich will jetzt mal mitgehen. 2000 war Massacre zu gehören. Was soll ich hier verteidigen? Hm. Tja.
Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Es gehen ja alle. Dann lieber hier bleiben. Okay, da werden wir eigentlich angegriffen, aber dann können wir auch das Tor ein bisschen retten. Genau. Oh, schaut mal, die Titten, Brustpanzer, Titten vor, wie sagt man dem? Ja, einfach so, der Brustpanzer geformt ist so richtig edel. Schleck, schleck. Fummeline wird auch noch geküsst. Oh, voll die Ladies. Voll die coolen Ladies. Ein bisschen tanzen. Voll reintanzen. Little ist auch hier. Okay. Maxi. Yay. Oh, jetzt noch von hinten ein bisschen grapschen. Ah, das tut gut. Tut das nicht gut? 25k teuer. Hä? Wollen die noch aufstufen oder was? Ja. Jetzt sind wir alleine hier und tanzen nur eine Runde. Jo. Oh, so richtig, richtigen Titte. Richtig Titten voll. Nein, niemals. Ich habe zu viele Pappwaffe. Bin der Barbwaffen Mülleimer. So. Was? Teamspeak? Teamspeak! Teamspeak! Die du nicht brauchst. AG slash Damage. Angriffskraft. Ha! Fummeline, was hat die für ein... Ist das... Das ist wahrscheinlich einfach eine Rüstung, oder? Also eine Robe. Also die kenne ich nicht von meinem Shop. So, was ist jetzt? Kommt nichts von einem Stein, oder was? Nichts mal von einem Stein her. Hi. Es ist langsam einfach ein bisschen ein Running Gag, dass die mich manchmal blöd ansprechen. Und ich schreibe dann immer niemals. Nein, niemals. Ihr seid niemals auf YouTube. Ich lüge alle an. Ich werde sie alle scheiße erzählen. Was? Bei uns noch immer? Ja. Soll ich verhindern oder was? Alleine. So vor dem Tor stehen und so. Hier kommt ihr nicht rein. Ich, der Drago, werde euch aufhalten. Und dann so. Kamikaze und bam, bam, alle tot. So. Ne, Piras. Der gammelt einfach mal hindurch. Sein Charakterbild hat auch gut ausgesehen. Einfach ein bisschen schwarz und ein bisschen gelb. Mehr nicht. Was ist mit Cezanne? Okay, in 6 Minuten frei. Ah, die Alsen machen die Invasion, ja, ist ja eigentlich klar. Wieder mit ihren... Oh, wir sind nur am Wochenende da. Leute. Nur am Wochenende, aber ganz alle. Alle sind nur am Wochenende da. Hey, wir haben 5 Tage, ihr habt nur 2 Tage, also das sagt nichts. Ihr seid Alsen, ihr spinnt, bisschen. Die Norden haben zu viel Milch getrunken. Ihr seid ein bisschen außer Kontrolle. So. Wie viel haben die Igen pro Woche? Ungefähr 10 Invasionen. Also 10 Portale oder so.
Okay. Mhm. Hat sich sehr gelohnt. Und jetzt? Weiß ich nicht. Okay. Light. Ja. So, Light. Oh, was ist denn? Kommst du mit? Wir wollen ein bisschen am Stein herumhängen. Am Reichsjuwel von den Sürden. Kommst du bitte? So, nein, ich komme nicht. Ich will kein Ei. Ich hab schon zwei. Also bitte. Da unten steht ein Dorf und ein anderer ist auch noch dabei. Nephiros. Nephiros? Von einem anderen Game kenne ich irgendwie den Namen. Ah, da, Mädels Ritter, meinte. Aha. Okay. Ich weiß nicht, was der will. 1 von 10. Aha, weg. Awanerstein. Was? Hm. Was meint er nach vorhin aus Ai Maika Mordo? Hm. Komische Clan-Namen. Voll komisch. Wo ist der YouTuber-Clan? Kann man es angeben so. Voll der große Mann, YouTuber-Mann. Voll gebrochen. So der YouTuber-Clan. Ich bin Let's Player von der Let's Player Clan. Der voll keinen Sinn hat, weil wahrscheinlich nur eine dann Let's Playt. Und die anderen sind einfach dabei, weil sie sich einen großen Schwanz machen wollen. So eine große Schwanz, Operation. Sie hängen ihn an den Rüssel. Genau. Was die Bong stehen vom Dom. Ah. Ja. Und jetzt. Ein Beshi geht zu denen und die hauen ab. Und ein Barber geht einfach weg und die hauen immer noch vom Beshi ab. Und der Server laggt ein bisschen. Okay. Hm. Soll ich tanzen? Ja, ich tanze noch ein bisschen. So. Ne, Bong ist im Port nicht erlaubt. 3 Leute fehlen am Stein. Ja, ich bin nicht Level 55. Tut mir leid. Für das habe ich einfach zu wenig Zeit. Da muss ich noch ein bisschen Geduld haben. Noch ein bisschen länger, weil es geht extrem lange zum Leveln. Und ich werde immer abgelenkt. Die Egens sind schuld. Ich werde immer ans Tor oder irgendwo hin. Wie sagt man? Befehligt. Oh, jetzt kommt der Bundeslitter. Oh, schlimm. Oh. Ja. Ich gehe lieber. Und buff mir hier. Mal kurz schauen. Das sind die Barbaren. Na toll. Oh Mann, ich kann nicht raus. Hm. Ja, Senka. Zeig, was du kannst. Geh raus und ich komme auch. Ah, Mann, das ist so blöd. Hey, jetzt wollen die wirklich das Tor angreifen. Wieso geht der Trick hier nicht? Das ist blöde. Nur ein bisschen so. Kommen sie. Boah, das, die Tür heilt dir gar nicht. Boah, die bekommt so viel Schaden. Oh je. Ich bin Level 51. Könnt ihr nicht mal mir helfen? Sie gehen nicht raus, sie haben Angst. Hm. Raus! Raus! Raus, raus, raus! Geht raus, raus, raus! Boah, das Tor hat so viel Schaden schon, ey. Schlimm.
Kann man dem irgendwas noch machen? Ach, ich mag Ritter auch nicht so. Ich habe 400 Schaden bekommen. Jetzt bin ich am Sterben. So, wir wandeln dieses dieses Let's Play halt einfach nur ein bisschen um in Trolling Let's Play und trollen ein bisschen die Sünden. Naja. Irgendwie ist jetzt jeder Part einfach nur scheiße. Man, früher hat man wenigstens ein bisschen gekämpft, aber heutzutage macht man, also jetzt momentan macht man wirklich nur noch scheiße bei ihnen. Weiß nicht, ist noch langweilig oder was? Da mache ich halt mit Scheiße, aber ich will sie ja nicht beeinflussen. Oh Gott, jetzt sind so viele Syrten hier. Kommt doch endlich raus, ich schaffe sie auch. So ist er nicht, den Juwel zu holen. Jetzt kommt hier hin wieder. Oh Mann. Blödsinn, hey. Gott, oh Gott. So ein Blödsinn. Ich sollte vielleicht auf die Ritter diese machen, aber das wird wahrscheinlich auch nicht treffen. Ja. Okay. So geht mal gar nichts. So geht überhaupt nichts. Was ist jetzt los? Soll ich jetzt wirklich das noch so alleine knicken mit Levels 51? Ja, der greift mich sofort an. Ich gehe weg. Ich bin so sinnlos bei solchen Schlachten. Vor allem, weil die Sucht, die ist online sind von Syrtis. Die ganze, alle Boss-Schmuck haben, alles mögliche. Ja, ja. Ich mache fertig. Ich mache Urlaub. Ich gehe jetzt auf Mallorca. Ich gehe jetzt hier durchs Portal. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Weiß es nicht mehr. Aber irgendwo da drüben. Ja, okay. Ich gehe auch aufs Pferd. So. Also, ich habe Mache fertig. Und der Part, ja, könnte noch länger sein. Also gehen wir eigentlich wieder leveln. Aber mehr habe ich jetzt einfach keinen Bock. Das Rallye wandert, was bringt es, wenn ihr, ja, sowieso nicht dort seid, oder? Tja. Soll ich mich töten lassen, dass ich wieder dort im Ding bin? Nein. Ich reise jetzt einfach. Heute ist die Reisefolge. Also der beste Teil an diesem Part ist die Reise. Der Reiseabschnitt. Und, hier seht ihr zum Beispiel der Berg beim Ephorios-Köstl und der Leuchtturm. Oder einfach Turm, Mauerturm, Leuchtturm, Blödturm. Und hier seht ihr auch Camp. Und hier ist Stonehenge. Huh, schling. Mit dem Ephorim, oder wie er heißt. Der nie da ist, weil er immer von den Iggen fertig kaputt gekloppt wird. Und ich habe immer noch keine Ahnung vom Bossen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mit Level 51 eigentlich schon angreifen soll, aber ich bin ja nie dort, wenn sie beschwört werden, also wenn sie kommen vom Server aus. Und ja, diesen Tenax schaffe ich auch nie, weil ich auch nie da bin, wenn die nach Tenax Leuten suchen. Ja, es ist ein bisschen blöde, also ich bräuchte halt ein paar Spiele, die mir sagen, wann ich online so kommen. Oder ich könnte nachschauen, aber ich schaue eben nie nach. Ich könnte nachschauen, aber da muss ich ja immer die Seiten wechseln und so. Ich habe eher die Map offen, wo zeigt, welches Wort wann aufgemacht wurde und sonst nichts. Und die Seite ist sehr langsam, da müsste ich mehrmal umschalten,
und wieder richtig einstellen, weil es irgendwie von den amerikanischen Servern ist oder so. Da muss ich mich zuerst auf europäische Server umstellen und so. Ja, das regt mich ein bisschen auf. Ich mache nämlich sehr viel für Rechnen, also sehr wenig. Eben, es ist für mich halt nicht ein Spiel, wo ich unbedingt alles geben muss. Ich spiele es locker. Und da ich auch nicht viel Zeit habe. Aber wenn wir mehrere sind, da kann ich auch ein bisschen einfacher mehr machen. Aber es geht ja nicht, weil eben nicht mehr viele wollen spielen. Einfach nicht mehr dranbleiben wollen. Und eher eben nimmt mir manchmal über Whisper mit mir reden und eigentlich fast nichts machen. Und ja, das ist ein bisschen blöde, oder? Also, ja, das, also die Mauer wird wahrscheinlich jetzt gar nicht angegriffen, wir sind so viele Ecken, die einfach irgendwo beim Stein sind und jetzt noch dort herumgammeln, weil sie nicht durchs Tor kommen. Ja. Also wir gehen einfach zum Tor, auch wenn es ein langer Weg ist. Und was hat denn rausgeholt? Was? Lightning, scheiß Cheater. XD, Mann. Voll XD. So, wie viel Gewicht habe ich? 233. Hm. Lohnt sich noch nichts verkaufen. Ich weiß nicht, was ich verkaufen soll. Diese alten Sachen. Ja, das sind aber 42, das sind 45. Das lohnt sich eigentlich alles noch zu behalten. Ja. Ach, Reisen ist mir immer langweilig. Nochmals Magnetstück, sehr gut. Und jetzt habe ich 181, okay. Also viel langsamer als der erste Magnetbahn bekomme ich den zweiten, das ist klar. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr, die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen. Also das ist jetzt wirklich das langweiligste an der Rechnung. Ja, okay, bis zum Warten, bis man die Warmaster Coins bekommt bei den Forts. Aber sonst gibt es wirklich nichts mehr Langweiligeres. Oder vielleicht ein paar Spiele, die herumgammeln. Aber die muss man ja nicht konzentriert anschauen. So, mal und an unsere Mauer. Nö, wir gehen nicht an unsere Mauer. Wir gehen davor und tanzen ein bisschen. Wir benutzen unsere Tanzkünste, um die Alsen zu verjagen. So richtig pornös. Ah. Genau so. Gucken wir mal, ob die ein paar Alsen herumstehen und einfach mal nichts machen, einfach warten. Oh, nochmals ein Gestein. Ach, ist das da nett? Gott, oh Gott, überall Gestein. Der ein Face beinhaltet. Scheißzeugs. Crap. Üb die Mauer hopsen, geht ja immer noch so leicht. Einfach ein bisschen Anlauf und dann rüber. Bums. So. Oh, noch ein Schatz. Was? Keule der Entzündung? Für wie viel? Für Level 44. Okay. Und da noch 105 Goldmünzen. So, es ist wieder mal nichts los. Nicht mal eine Icke habe ich getroffen. Als die Anhiria. Habe ich keine Icke mehr getroffen und kein Zürt und kein Eisen. Einfach mal alles leer. Oh, der Banshee ist hier. Wie das aussieht hier oben. Ah, guckt mal! Yes, anfeuern. Mal der Vorderste sein. Herumgammeln. So. Ich hab nur Dreck. Ja, dat.
Ja, dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat. Die im letzten Part da in meinen ihren Clan eingeladen haben, mich kurz und dann wieder entlassen haben. Die wollten wahrscheinlich sehr schön ins Video kommen, dass sie so richtig ihren egofreien Lauf halten können. Finde ich ein bisschen seltsam, aber ja, ich wollte ja sowieso nicht im Clan bleiben, habe lieber ein bisschen Scheiß erzählt im Chat. Ja, ganz wenig. Ist ja nicht mal ein bisschen scheiße gewesen. Aber so sind manchmal Leute. Also wirklich. Und jetzt warten wir. Und warten wir. Und ich schlafe jetzt bald ein. Oh Gott, was ist denn das für ein Stab? Sieht für mich aus wie ein Kristall, also nur so ein bisschen abgebrochen. Von, eigentlich von der, vom Portal innen sind solche weißen Kristalle. Ja, wenn man irgendwie 4 Stunden Schlaf pro Tag hat und jetzt seit ungefähr 20 Stunden wach ist, da fühlt man sich ein bisschen beschissen, aber ja, das haltet man als Sportler doch aus. Als Gamer wahrscheinlich nicht, aber das ist ja ihr Problem, den Gamern, die nicht Sport machen, nebenbei noch. Und da kommt er wieder. Nein, das ist der Devonta. Ich habe keinen Plan gerade. Er hat aber jemand schlechte Laune. XD. Voll immer XD. Das ist für mich kein Smiley. Ein kleines X und ein D ist ein Smiley, aber nicht ein XD. Also ein großes XD, voll so geschrien. XD! Und dann hat man wirklich so voll das Selbstvertrauen und so. Und dann ist man angeturnt, alleine eine Sylten-Invasion zu machen. Und ich erzähle nur Scheiße. Irrational. Humsen. Thaddäus. Und jetzt? Eisen? Ihr seid einfach ein bisschen, ja, jetzt haben die doch jetzt den Kristall geholt. Aber sie kommen nicht raus. Haha, Phönix wird gebannt. Okay, weil? Weil? Leid, kauf mein Schwert. Oh, das muss ja einer verzweifelt sein, der es in den Global Chat schreibt. Der Fanboy hat wieder eingeloggt. Aha. Ist er denn einer, der nervt? Also ich denke, am Morgen wird ein neues Eisen wieder online kommen und uns die 4 Steine wegnehmen. Und dann wahrscheinlich Probleme in Cities haben, bis die irgendwie on sind. Aber wieso seid ihr jetzt alle in der Nacht und es bringt's doch nichts? Oh, nur ich habe irgendwie Zeit, auch am Tag reinzukommen, aber ja, eigentlich nicht so on sein kann. Hätte nur Zeit. Also her damit. Git. Was ist denn das? Voll verpixelt. Da ist der Kürbishelm noch besser. Schaut mal, diese Bonis. Wahnsinn. Da ist die viel besser. So, also es passiert wahrscheinlich nichts mehr. Ist das alles Englisch noch? Komisch. Es passiert irgendwie nichts mehr. Also wenn hier was passiert, dann nehme ich natürlich wieder auf. Aber sonst nichts. Ja, sage ich also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal, euer Dragon Ball. Bye, bye.